Hallo Friends und willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich, dass ihr alle eingeschaltet habt und wie ihr wahrscheinlich am Titel schon erkennen konntet, ich stelle euch die Bücher vor, die ich im... Das war so klar, dass das passiert. Moment. Okay, nochmal neu. Ich stelle euch die Bücher vor, die ich im November gelesen habe und es waren tatsächlich 10 Bücher. Damit habe ich nicht gerechnet und das ist für mich wirklich eine übertrieben krasse Anzahl an Büchern. Also normalerweise sind es nicht so viele, aber umso cooler, dass ich euch jetzt mehr Bücher vorstellen kann. Übrigens starten wir heute mein, ja, sogenanntes Vlogmas. Also ich werde versuchen, im Dezember jeden Tag ein YouTube-Video hochzuladen. Wahrscheinlich sogar nicht nur bis zum 24., sondern hoffentlich bis zum 31. Dezember. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich schaffen werde. Also ich habe natürlich schon ein paar Videos vorproduziert, aber es sind ja noch sehr viele Videos, die noch gedreht werden müssen, deswegen verzeiht mir, falls es vielleicht nicht jeden Tag möglich ist, ein Video hochzuladen, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen und ich freue mich. Und ja, wir fangen jetzt mal an mit den Büchern, die ich im November gelesen habe und wir machen es natürlich chronologisch. Angefangen haben wir mit When in Rome und das war auch mein Monatshighlight. Ich weiß nicht, wie oft ich über dieses Buch jetzt schon auf TikTok und Instagram und vielleicht sogar auch hier, ich weiß es gar nicht, geredet habe. Aber das ist das Buch, was für mich das allererste 6-Sterne-Buch ist. Also ich kann das nicht in 5 Sterne fassen, weil es einfach ganz anders hittet als meine 5-Sterne-Bücher. Es ist eine romantische Komödie, das muss man hier erwarten, weil wenn man keine romantischen Komödien mag. Und es ist sehr cheesy und es ist sweet und es ist funny. Und wenn man das nicht mag, dann wird man das Buch wahrscheinlich nicht mögen. Ich habe es aber sehr geliebt und ich liebe romantische Komödien, wie ich in den letzten Monaten festgestellt habe. Und das hier ist für mich die perfekte romantische Komödie. Hier geht es um Emilia und um Noah. Emilia ist eigentlich der Popstar ihrer Zeit, hat aber sehr dringend eine Auszeit nötig. Also sie eigentlich, ja, wirklich komplett burned out. Und ja, entscheidet sich dann mitten in der Nacht einfach in dieses kleine Städtchen Rome, Kentucky zu fahren und wird aber niemandem was davon erzählen, weil sie halt wirklich untertauchen möchte. Und dann gibt ihr Auto zufälligerweise den Geist auf, mitten im Garten von Noah. Noah wohnt in diesem kleinen Städtchen, also es ist auch Smalltown und ich liebe Smalltown-Romans und er hat da einen Pie-Shop. Ja, er ist einfach, also er ist wirklich extrem Grumpy Boy. Es ist Grumpy Boy Sunshine Girl und er nimmt sie dann auf, weil er halt gut erzogen ist und sagt halt, ja, ich habe ein Gästezimmer, du kannst so lange hier bleiben, bis dein Auto repariert wird und weil sie halt niemandem sagen möchte, wo sie ist. Und eigentlich wollte sie in dem kleinen, ja, Bed and Breakfast wohnen, da in dem Dorf, aber die Besitzerin, naja, das müsst ihr halt selber lesen, aber dadurch kommen sie sich halt ein bisschen näher und ich liebe deren Beziehung und ich liebe deren Dialoge und es ist einfach so süß und zwar so unterhaltsam und ihr seht es wahrscheinlich auch selber, ich habe es sehr geliebt, deswegen absolute, absolute Empfehlung. Okay, und dann starten wir mit meinem ersten Christmas Book. Ich habe ja im November ganz viele Christmas Books gelesen. Da gibt es auch ein YouTube-Video, falls ihr vorbeischauen wollt. Ist es hier verlinkt oder hier verlinkt? Ich weiß es nicht, aber es ist verlinkt. Das erste Buch, was ich gelesen habe, war Christmas Cupid. Es ist eine kleine Novelle, hat unter 200 Seiten. Es war ganz süß. Es war ein bisschen cringe. Ich glaube, ich habe ihm 3 Sterne gegeben. Hier geht es um Iris und Kyla. Iris und Kyla werden separat von dem Bruder von Iris in so eine Hütte geschickt, in den Bergen. Und sie denken, dass sie die Hütte halt für sich alleine haben, um da ein bisschen Auszeit genießen zu können. Tatsächlich haben sie die Hütte aber nicht alleine und Iris erwischt Kyla, als er nackt im Whirlpool sitzt. Und dann stellen sie fest, okay, wir müssen diese Zeit jetzt hier gemeinsam verbringen, weil ein Schneesturm anfängt und keiner von den beiden kann halt weg. Und ja, dann müssen sie halt so die paar Tage vor Weihnachten zusammen verbringen und kommen sich dann natürlich auch ein bisschen näher. Es ist auch spicy. Aber es ist, ich würde es jetzt, ich weiß nicht, ob ich es empfehlen würde. Also falls ihr zum Beispiel jetzt euer Reading Goal für 2023 noch absolvieren wollt und eine kurze Novella braucht, dann okay. Aber ich würde es jetzt nicht zwingend empfehlen. Es war teilweise ein bisschen cringe und irgendwie, nee, eigentlich nicht, nee. Danach habe ich von Jessa Hastings weiter in der Magnolia Parks Reihe gelesen. Dann habe ich Daisy Hates, das ist das zweite Buch, gelesen. Und hier muss ich tatsächlich leider sagen, wirklich leider sagen, dass es mir nicht gut gefallen hat. Ich weiß nicht wieso. Ich habe wirklich erwartet, dass ich diese Reihe lieben werde. Also ich habe wirklich gehofft, dass ich diese Reihe lieben werde. Aber also das erste Buch Magnolia Parks mochte ich noch. Ja, das irgendwie, ich kam da nicht so ganz rein. Und dass Daisy, wenn sie ihre Kapitel hatte, waren hier immer so diese Fußnoten und die waren total unnötig und haben meiner Meinung nach den Lesefluss so ein bisschen gestoppt und das hat mich irgendwie sehr gestört. Ist zwar nur bei ihr so, es sind natürlich noch andere Charaktere. Was ich auch total verwirrend fand, ist, dass sie Chatverläufe einfach nie
passen. Also zum Beispiel, jetzt als Beispiel, das ist ein Kapitel von Julian. Und am Ende von dem Kapitel ist ein Chatverlauf, hier steht auch Christian, der ist aber mit Christian und Daisy. Und es ist in diesem Buch sehr, 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 sehr oft so, dass es Chatverläufe gibt, die aber überhaupt nicht von den Personen sind, über die das Kapitel gerade ist. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, auch in die Story, also es war natürlich interessant, ja, aber nee, irgendwie das fand ich jetzt echt nicht so geil. Ich weiß gar nicht, wie viele Sterne habe ich dem gegeben. Aber ich bin wieder bestens vorbereitet. Ich habe dem 3 Sterne gegeben. Und das sind nett gemeinte 3 Sterne. Ich lese es natürlich noch weiter, weil ich habe auch Buch 3 und 4 schon hier. Aber ich habe mir wirklich so gewünscht, dass mir diese Reihe besser gefällt, weil es ist wirklich Gossip Girl in einem Buch. Dieses ganze Drama, diese Intrigen, diese Witch Kids, das ist in London. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe echt gehofft, dass es mir besser gefällt. Aber das Buch hat mich leider nicht überzeugt. Dann habe ich ein weiteres Christmas-Book gelesen, Holiday Star. Das, ja, fand ich schon wieder besser. Hier geht es um Gwen und um Caleb. Caleb ist ein Celebrity, er ist ein Movie-Star und Calebs Onkel ist jetzt mit Gwens Mutter verheiratet. Also irgendwie gehören sie jetzt so zur Familie. Und Gwens Mutter und der Onkel sind für kurze Zeit nicht zu Hause. Ihr Haus wird aber renoviert. Und dann haben sie gefragt, ob Gwen nicht das Haus so sitten kann in dem Sinne. Und ist dann kurz vor Weihnachten einen Monat lang in diesem Haus, um halt da aufzupassen, dass die Renovierungsarbeiten vernünftig laufen. Caleb möchte ein bisschen untertauchen. Er hat gerade ein paar Probleme mit der Presse und denkt, das Haus steht alleine. Und es ist ja auch irgendwie das Haus von seinem Onkel. Und ja, dann sind halt beide in diesem Haus. Aber Caleb möchte nicht gehen und Gwen sieht es halt auch nicht ein, zu gehen, weil sie wurde ja auch gefragt, da zu sein. Und dann leben sie halt da irgendwie gemeinsam und lernen sich so ein bisschen kennen. Gwen hat sehr viele Vorurteile, was Caleb angeht. Und ja, sie kommen sich dann halt näher. Es ist auch spicy. Bei diesem Buch gibt es tatsächlich 2 Versionen. Das hat die Autorin hier auch geschrieben, könnt ihr euch anschauen, dass sie halt ja für alle Leser die Erfahrung in diesem Buch so gut wie möglich machen könnte, möchte und hat dann halt 2 Versionen gemacht. Also eine spicy Version und eine Version, wo die sich nur küssen. Ich habe jetzt die spicy Version gelesen. Ich glaube, da ist jetzt auch keiner überrascht drüber. Deswegen, also klar, es war spicy. Das Ende hat mir gut gefallen. Das Ende mochte ich. Das Ende hat wieder einiges rausgeholt. Aber ansonsten ist es sehr, sehr Insta-Love. Also die verbringen ja diesen Monat zusammen und danach gefühlt sind sie unsterblich verliebt. Und das hat mich so ein bisschen, na, das fand ich irgendwie nicht so gut. Aber ansonsten, es kam auch jetzt nicht so krass Christmas-Vibes rüber. Es war ganz okay, aber es ist jetzt auch kein Buch, wo ich sage, ey, ja, komm, hier, steckt eure Zeit rein. Deswegen, ja, 3 Sterne. Es ist einfach nichts Besonderes gewesen. Dann habe ich Holiday Romance gelesen und das Buch hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, ich habe dem Buch 4,5 Sterne gegeben. Ich fand das unfassbar süß. Also wenn ihr ein Christmas-Book lesen wollt, dann würde ich tatsächlich das empfehlen. Es ist auch nicht spicy. Es ist Friends to Lovers. In diesem Buch geht es um Molly und Andrew. Molly und Andrew sind schon seit 10 Jahren befreundet, aber wirklich nur Freunde. Sie kommen beide aus Irland und wohnen beide in Chicago. Und jedes Jahr an Weihnachten fliegen sie gemeinsam in die Heimat und verbringen dann halt auch den Flug miteinander und ja, updaten sich dann so über ihr Leben. Aber sie sind auch so befreundet und über diese Jahre ist halt eine Freundschaft entstanden. Und es ist so ein bisschen mit Dual-Zeitlines, also es wird immer so gesagt, was aktuell passiert und dann bekommt man so Einblicke in die einzelnen Flüge. Dann aber am 10. Flug ist ein riesen Schneesturm und alle Flüge sind gecancelt. Und Andrew ist, er ist ein riesen Christmas-Typ, also er liebt Weihnachten. Molly tatsächlich nicht so und ja, er ist halt sehr traurig, dass er nicht nach Hause kommen kann und nicht seine Familie sehen kann. Und dann sagt Molly, ich bringe dich nach Hause, egal wie, ich bringe dich nach Hause, du wirst Weihnachten mit deiner Familie feiern. Und ja, da werden sie wirklich, sie benutzen Taxis, ein Boot, Zug, alles und dadurch kommen sie sich halt näher und merken so, hey, haben wir vielleicht Gefühle füreinander? Und das hat mir sehr gut gefallen. Das ist, glaube ich, das erste wirkliche Friends-to-Lovers-Buch, was ich gelesen habe. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so gut war und ob es vielleicht bessere gibt. Aber es hat mir dennoch sehr gut gefallen. Es kommen auf jeden Fall auch Christmas-Vibes rüber. Sie sind kurze Zeit auch in London und dann auch halt in Dublin, also in Irland. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ja, ich fand's richtig süß. Hat 340 Seiten, deswegen lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Dann habe ich auch
finally das erste Buch zu Shatter Me gelesen. Ich lese ja gerade Shatter Me, aber das geht ein bisschen schleppend voran. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie bin ich gerade so ein bisschen faul, das zu filmen. Und ich habe ja gesagt, ich mache einen Reading-Vlog. Und ja, ich kann natürlich nicht weiterlesen, wenn ich es nicht filme, aber irgendwie bin ich gerade zu faul, dabei zu filmen. Und deswegen, ich bin noch nicht so weit gekommen, aber ich habe das erste Buch gelesen. Ich habe dem ersten Buch bisher 3 Sterne gegeben, weil es war jetzt halt noch nicht so krass. Ne? Ich meine, das ist eine Buchreihe mit 9 Büchern, wenn man die Novellas mitzählt. Und dann ist halt, ja, da muss man halt erstmal reinkommen. Ne? Das erste Buch hat auch gar nicht so viele Seiten, 325 Seiten. Es waren 3 Sterne. Ich fand's okay. Ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Ich bin sehr gespannt auf die Welt. Ich finde es sehr interessant. Eigentlich mag ich so Dystopie. Bücher eigentlich sehr gerne, deswegen ich bin extrem gespannt und natürlich auch Erin Warner, der wurde natürlich auch schon vorgestellt und ich bin sehr gespannt, wie sich deren Beziehung weiterentwickelt. Ja, aber ich habe das erste Buch gelesen. Ich hoffe wirklich sehr, dass ich in den nächsten 2 Wochen hoffentlich den ersten Reading Vlog für euch online stellen kann und ja, ich muss mal wieder weiterlesen, wirklich. Mache ich auf jeden Fall, versprochen. Dann habe ich Baby It's Cold Outside gelesen. Auch bei dem Buch, es ist auch ein Christmas-Buch, offensichtlich. Der Romance-Aspekt ist hier einfach nicht so sehr gegeben und diese Entwicklung, die das Buch irgendwie durchgemacht hat, hat mir nicht so gefallen. Ich hätte es mir gerne anders gewünscht, deswegen, ich glaube, ich habe dem Buch auch wirklich nett gemeint 3 Sterne gegeben. Weil es war gut geschrieben und all das und ich mochte einige Dinge, die in diesem Buch halt thematisiert wurden, deswegen ja, aber der Romance-Aspekt ist hier einfach nicht so sehr. Es gibt auch Christmas-Vibes, spielt auch teilweise in London und in Dublin, deswegen irgendwo ja, aber irgendwo auch nicht. Also es wäre jetzt keine Riesenempfehlung und da würde ich jetzt nicht sagen, so ja, lies das Buch. In diesem Buch geht es um Noah und um Andrew. Sie haben sich vor 10 Jahren im Italienurlaub kennengelernt und haben sich sofort gut verstanden, haben dann noch 1 Woche miteinander verbracht, aber dann zeittechnisch hat es halt einfach nicht geklappt, dass sie sich näher kennenlernen, weil er dann nach New York gegangen ist und dann hat es irgendwie nie funktioniert. Und dann hat er gesagt, okay, aber wenn wir in 10 Jahren noch beide Single sind, dann triff mich in Dublin da und da an Weihnachten. So, 10 Jahre sind rum und dann fällt Nora wieder ein, so, ey, ich könnte ja, weil sie ist natürlich nur Single. Und ja, überlegt dann wirklich nach Dublin zu fliegen und ihr Freund, also ihr Jugendfreund, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt, er begleitet sie halt und ja, dann wird es halt auch in 2 Zeiten erzählt. Einmal früher, was so danach passiert ist, wie deren Freundschaft weiterging, aber auch so wie ihr Leben weiterging. Und das hat mir gut gefallen. Aber ja, ich will hier nichts spoilern und will nichts über die Entwicklung vom Buch sagen, weil dann spoilere ich es halt. Aber ja, ich weiß nicht. Ich habe es halt irgendwie anders erwartet und deswegen hat es mir halt dann irgendwie so nicht so gut gefallen. Ja, auch irgendwie nicht so eine krasse Empfehlung. Dann kommen wir zum schlechtesten Buch in dieser Runde. A Merry Little Meet Cute. Das Buch hat 2 oder 2,5 Sterne von mir bekommen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall fand ich es scheiße. Es hat mir gar nicht gut gefallen. Das ist auch ein Christmas-Book, was ich so oft auf TikTok gesehen habe. Es ist spicy. Und deswegen dachte ich, es wird schon okay sein. Ich fand es absolut, absolut beschissen. In diesem Buch geht es um Bea, also Bianca, und um Nolan. Nolan ist Ex-Boyband-Mitglied und ja, möchte seine Karriere wieder ein bisschen auf Vordermann bringen und sein Image aufbessern, weil er hat halt so das Bad-Boy-Image in dieser Boyband. Und dann Bea, sie macht Erwachsenenfilme, if you know, und hat zusätzlich noch einen Account bei Closet Doors, aka OnlyFans. Und ja, dann soll ein Christmas-Movie gemacht werden und zufälligerweise wird dann Bianca für die Hauptrolle gecastet, einfach weil, naja, weil da halt Sachen passiert sind, ne? Und Nolan ist der Love Interest in diesem Film. Und Nolan ist der größte Fan von Bianca auf Closet Doors und er kennt sie halt sofort, aber die Leute in diesem Christmas-Movie da, die sollen nicht wissen, dass sie halt eigentlich andere Videos normalerweise macht. Und ja. Ja. Ich fand's total beschissen. Ich habe wirklich gehofft, dass es mir besser gefällt, aber nee, unnötig lang, 410 Seiten. Also warum muss ein Christmas-Book so lang sein? Es hat gar keinen Sinn gemacht. Nee, wirklich, wenn ihr eine Sache aus diesem Video mitnimmt, dann bitte lest dieses Buch nicht. Ja.
okay, mein Akku hat gerade irgendwie mittendrin den Geist aufgegeben. Ich weiß nicht, ob die Kamera überhaupt jetzt im gleichen Winkel steht, aber naja. Okay, wir kommen zu meinem letzten Christmas-Book in dieser Runde. Da habe ich This is Season for Revenge gelesen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das Buch hat Spice und das ist guter Spice. Es ist auch Age Gap, also der Love Interest ist 14 Jahre älter als die Protagonistin. Hier geht es um Abby und um Damien. Damien ist der Love Interest. Und Abby ist eigentlich schon seit 4 Jahren in einer Beziehung und erwartet eigentlich jederzeit einen Ring. Stattdessen wird sie aber verlassen. Ihr Freund ist, er ist Anwalt und er ist halt so, nee, ich hätte dich niemals geheiratet. Also ihr Ex ist auf jeden Fall Andrew Tate-Fan. Der ist absoluter Trash. Und er sagt halt so, nee, ich brauche was Vernünftiges und du warst einfach nur irgendwie zum Spaß und so. Ja, und dann möchte sie Rache nehmen und matcht dann mit seinem Boss. Damien ist sein Boss und sie sagt halt so, ich werde ihm zeigen, was er verloren hat. Ich werde auf der Christmas Party, wo er mich nie mitgenommen hat, mit seinem Chef auftauchen und ihm halt so sagen, so, hier, Bitch. Ja, genau. Und dann fängt sie halt an, den Chef zu daten und eigentlich soll es halt nur ganz locker sein und eigentlich wollen beide nichts Festes. Aber ja, sie merken halt, dass sie sich eigentlich sehr gut verstehen und Es ist ein bisschen Insta-Love, würde ich sagen. Aber hier hat es mir irgendwie gefallen. Ich fand es voll süß. Ich fand den Spice auch gut. Ab und zu war es ein bisschen zu viel. Ab und zu war der Spice ein bisschen zu viel, wo ich mir schon dachte, okay, jetzt fahrt mal wieder einen Gang runter, ja? Ich weiß nicht. Aber es hat mir dennoch sehr gut gefallen. Ich glaube, ich habe dem Buch 4 Sterne gegeben. Also das ist auch ein Christmas-Buch, was mir sehr gut gefallen hat. Hier kommen jetzt aber nicht so sehr Christmas-Vibes rüber, muss ich tatsächlich sagen. Ja, aber es hat mir dennoch sehr gut gefallen. Okay, und das letzte Buch, was ich im November gelesen habe, ist Practice Makes It Perfect. Habe ich heute Morgen erst beendet, aber hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe dem 4,5 Sterne gegeben. Das ist theoretisch Band 2 von When in Rome. Also man kann sie auch als Standalone sehen, würde ich jetzt nicht. Falls ihr es lesen wollt, fangt auf jeden Fall hiermit an, weil ansonsten macht das teilweise nicht so viel Sinn, finde ich. Also hier geht es um Annie und um Will. Annie ist die Schwester von Noah und Will ist der Bodyguard von Emilia. Ne? Ihr versteht, es macht sonst halt einfach nicht so viel Sinn. Sie ist sehr introvertiert und wird halt von jedem einfach nur als die süße kleine Annie gesehen und ja, möchte das so ein bisschen ändern, aber sie ist auch auf der Suche nach einem Ehemann. Also vermeintlich hat sie alles, was sie möchte, aber halt einfach noch keine Beziehung und denkt halt, dass das, was sie braucht, ein Ehemann und Ehe und so ist, weil dass ihre Eltern, die leider verstorben sind, halt auch in ihrem Alter hatten. Und sie ist aber dadurch, dass sie so introvertiert ist und halt Social Anxiety hat, ist Dating halt gar nichts für sie. Und dann, ja, sagt Will halt, okay, ich gebe dir Dating-Tipps. Hat er jetzt nicht so freiwillig gemacht, aber sagt halt, okay, ich gebe dir Dating-Tipps und ich bin dein Dating-Coach und ich helfe dir da, über diese Social Anxiety hinwegzukommen. Ja. Dadurch kommen die sich aber auch näher und merken, dass sie beieinander wirklich sie selbst sein können. Und es hat keinen Spice, aber es ist hot. Also es ist wirklich kein Spice, es wird nichts beschrieben, aber so wie es beschrieben wird, ist es halt sehr, sehr hot. Es hat mir sehr gut gefallen, 4,5 Sterne ist eine sehr gute Bewertung. Natürlich im Vergleich hierzu, dadurch, dass das 6 Sterne gefühlt für mich war, ist das jetzt nicht ganz so stark gewesen, sagen wir mal, aber es hat mir dennoch sehr gut gefallen. Ihr seht es auch, ich habe hier sehr viel markiert, ich habe es auch sehr schnell gelesen. Ja, ich weiß gar nicht, ob es hierzu noch weitere Bücher geben soll. Ich hoffe es aber sehr. Es gibt noch 2 weitere Geschwister, es gibt noch 2 Schwestern und zu denen hätte ich auch gerne ein Buch. Ich glaube, hier wurde auch schon so ein bisschen was angeteasert, weil eine Schwester, Madison, ich glaube, da wurde was angeteasert, dass sie mit einem Charakter, der vielleicht eine Love-Interest-Story haben könnte. Und ich finde, Madison ist auch ein sehr interessanter Charakter. Ich wünschte, dass es hierzu wirklich noch Bücher gibt. Ich weiß es nicht genau, aber ich finde es wirklich sehr toll. Ich mag die Art und Weise, wie Sarah Adams schreibt, mittlerweile wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Das war das erste Buch von ihr, was ich gelesen habe. Und ich will definitiv mehr Bücher lesen. Ich finde, sie kann romantische Komödien einfach so, so gut schreiben. So, okay, ich hoffe, dass die Bücher mir jetzt diesmal nicht wieder hinfallen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir in jedem Video irgendwas hinfällt. Aber ja, das waren die 10 Bücher, die ich im November gelesen habe. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie viele Bücher ihr im November lesen konntet. Und übrigens habe ich mit Practice Makes It Perfect, also mit dem letzten Buch, auch mein Reading Goal für 2023 absolviert. Mein Reading Goal waren 85 Bücher und ich habe es jetzt einen Monat vor Jahresende schon geschafft. Ich bin sehr gespannt, wie viele Bücher ich dann wirklich am Ende des Jahres gelesen habe. Es wäre so cool, wenn ich noch 100 Bücher schaffe, aber 15 Bücher in einem Monat, das habe ich noch nie geschafft und das wäre krank. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe
um diese 10 Bücher zu lesen, schon gefühlt alle meine Verantwortung ignoriert. Deswegen würde ich nicht empfehlen, aber ja, nochmal ganz kurz zu den ausgelesenen Büchern im Monat und wenn man das am Ende vom Monat auf irgendwie auf TikTok oder so sieht, lasst euch da jetzt nicht unter Druck setzen, nur weil andere Personen mehr oder weniger lesen. Lesen ist ein Hobby und Lesen soll einfach nur Spaß machen und selbst wenn du nur ein oder zwei Bücher im Monat liest oder auch nur ein halbes Buch, es ist trotzdem total cool. Lesen ist ein cooles Hobby und jeder soll es halt in seinem Tempo machen. Ja, ich hoffe, ihr habt auch Spaß, dass ich jetzt im Dezember jeden Tag ein Video hochladen werde. Ich hoffe, ihr habt danach auch noch weiterhin Lust auf mich und ich gehe euch nicht auf die Nerven. Aber ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach morgen wieder bei meinem nächsten Video.